Sportfrei hieß es zum 15. Sportfest des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen der Stadt Hettstedt am vergangenen Samstag. Wie immer waren aus allen Kindertagesstätten viele Knirpse und Knirpselinchen ans Walzwerkhölzchen gekommen, um gemeinsam mit Mutti, Vati, Oma oder Opa das traditionelle Fest zu feiern und dabei ein bisschen Sport zu treiben. Wie schon in den vergangenen Jahren führten Spielleute aus der Kupferstadt das Treiben zunächst an. Denn der Hettstedter Fanfarenzug marschierte eine Ehrenrunde über den Platz, gefolgt von einer langen Schlange aller großen und kleinen Leute. Neben einigen Stadträten war auch Hettstedts Bürgermeister Danny Cavalier zur Eröffnung vor Ort. Ja, gleich geht es los mit Frühsport und wir beide haben uns schon verständigt. Wir haben leider keine kurzen Hosen an, so schick wie ihr. Wir verdrücken uns, geht gar nicht bei uns beiden. Nein, zum Frühsport. Bei ihm ging es noch eher, bei mir noch weniger. Nein, ich finde, Bewegung ist richtig toll. Was ihr heute vorhabt, ist klasse. Viel Vergnügen, auch mir macht es immer Spaß zuzugucken. Obwohl die Sonne die Wolken des Morgenhimmels inzwischen vertrieben hatte und kräftig einheizte, wurde auf die ebenfalls traditionelle Erwärmung nicht verzichtet. Bürgermeister Cavalier und Moderator Dirk Fuhlert drückten sich also mit der Ausrede über ihre langen Hosen ein bisschen vom Sport und schauten nur zu. Doch der ganze Rest turnte fleißig nach, was Astrid mit Feuereifer vormachte. So vorbereitet konnte es losgehen. Einrichtungsweise wurden die einzelnen Stationen absolviert. So galt es, eine Reihe von Turnbänken mit Sprüngen darüber zu absolvieren und dies so schnell wie möglich. Bei den Temperaturen schon ziemlich kräftezehrend. Etwas ruhiger ging es beim Zielwerfen zu. Entsprechend der Altersklasse mussten die Kids einen Ball in einem Behälter treffen und die Freude beim gelungenen Wurf war groß. Wieder eine andere Station verlangte große Schnelligkeit. Flink um die aufgestellten Hütchen drumherum und dann blitzschnell zurück. Angefeuert von Freunden und Erziehern sowie den Eltern. Da gelang so manchem Kind eine tolle Leistung. Auch beim Weitspringen wurde ganzer Einsatz gefordert. Wer springt wirklich am weitesten und landet im Feld des Kängurus? Diese Frage wurde beantwortet. Wie auch immer, die Kinder hatten jede Menge Spaß und auch drumherum gab es für die ganz Kleinen oder die, die gerade eine kleine Wettkampfpause hatten, die eine oder andere Mitmachmöglichkeit. Bürgermeister Cavalier sieht das Sportfest als wichtigen Bestandteil der frühkindlichen Erziehung. Hettstedt will kinderfreundlichste Stadt werden, sind solche Veranstaltungen ein Baustein dafür? Natürlich, das ist ein kleiner Anfang, wir müssen da noch viel mehr tun, aber die Freude hier zu sehen, sind ein Baustein dafür, ganz klar. Dann haben wir auch ein Projekt gestartet, Gesund aufwachsen in Hettstedt. Wo sind denn die Verantwortung der Eltern bei solchen Dingen? Ja, die Verantwortung der Eltern ist da natürlich auch gefragt. Also das ist ähnlich wie bei der Wertevermittlung. Müssen natürlich Eltern auch bei Gesund aufwachsen mit dabei sein. Aber ich finde, es ist so schön, dass wir das von den Kitas mit begleiten, anbieten. Die Eltern nehmen das gut auf und vermitteln das zu Hause. Wie immer endete das Kindersportfest mit der Übergabe der Urkunden samt bronzenen, silbernen oder goldenen Sportabzeichen.